Wir fangen an mit Voice Crack of Germany, Alter. Neues Format von, wer ist es, Coin Concept, ne, You Look Exe, Let's Go. Voice Crack of Germany, Digga, da sehe ich mich drin. Crack. Etwas älter und sie hat es von ihrem Vater zum Staatsexamen. Kenn ich. Alter, kenn ich. Kenn ich. Junge, stark. Stimme heute. Oh mein Gott. Jetzt aber. Ayuppa! Wow! Let's go! Seine Stimme macht so. Andere Methoden, also zum Beispiel Ball aufladen, es gibt auch verschiedene Bälle. Unge kann nicht Voice cracken, das kann nicht sein. Man kann auch antäuschen, zum Beispiel man lädt auf, macht da Block. Mach mal Curveball. Achso, warte. Wie machen wir noch Curveball? Nicer Voice Crack, wie machen wir noch? Ich hab fast nie Voice Cracks. Ich hab fast nie Voice Cracks einfach. Ich will, meine Stimme ist immer stabil oder immer wack, Chat. Ihr könnt jetzt entscheiden. Max? Ja. Oh mein Gott, was? Eine Trinkpause. Oh, was? Was? Was, Bro? Was? Nochmal. Max? Ja, ich hatte eine Trinkpause. Ja, ich hatte eine Trinkpause. Junge, Bro, deutsche Mickey Maus einfach. Einfach deine Augenstörung. Max? 1500, 2000, 2500. Vielen lieben Dank. Ich danke. Wir progressen hart. In den Beinen. Mhm, machst du mir die Beine an. Und dann geht's. Da hat sich gerade schon angedeutet, dass der Voice Crack kommt. Der erste war schon so. Ja. In die Arme und dann erst den Kopf. Ich merk's direkt im Kopf. Echt? Ja. Mhm. Doch. Sind einfach nur die Beine. Oh, Junge. Die Wackelpudding. Ich check nicht, was ist ein Voice Crack? Was ist auf der Stimme drauf, dass das passiert? Also, was passiert da, dass die Stimme. Ja. So, wie kann das sein? Lebenskristalle müssen wir erstmal ausschalten. Ausschalten? Ausschalten, Dicker. Diese Lebenskristalle müssen wir erstmal ausschalten. Nein, also no joke. Was passiert bei einem Voice Crack? Was passiert? Ich würde es wirklich. Stell dich nicht dumm, sag grad hier in den Chat. Benzos, ich schwöre dir, Digga, ich würde wirklich wissen, einfach ein wenig Spucke oder Schleim, was sich auf die Stimmbänder legt. Ist es das einfach? Okay, Digga, okay, alright. Stimmbänder lösen sich nicht wie normal. Aber zu viel kippen. Ja, aber Digga, es raucht ja kein Streamer, außer Sascha raucht auch nicht. Nur Kevin raucht. Papa Platte. Es ist sowas wie natürliches Autotune, glaube ich, ne? Schleim einfach. Okay, alright. Ist das vielleicht ein Ding, dass jetzt während Corona mehr Voice Cracks passieren? Hat da jemand mal mitgeschrieben? Ich bin mir mit Schwarz vor Augen. Ich nehme mir mal hier ein paar Pennys. Was? Bruder, was, Bruder? Oh mein Gott, Max! Ich nehme mir mal hier ein paar Pennys. Habt ihr sowas schon mal gehört, Leute? Was Mickey da macht, fragen wir gar nicht erst, Digga, keine Ahnung. Ich nehme mir hier ein paar Pennys. Und nicht unbedingt Schleim. Temporäre Muskelschwäche der Stimmbänder. Das heißt, dass wenn ich quasi, weil ich mehr schreie, habe ich stärkere Stimmbänder. Kann das sein? Weil ich viel schreie, habe ich wenig Voice Cracks. Habe ich damit meine Stimmbänder trainiert? Ist das so? Ja. Oh, Baby. Passt mal auf. Hört mal meine Stimmgewalt. Ja. Kein einziger Voice Crack, Digga. Let's go, Digga. Ich bin einfach. Ich habe einfach starke Stimmbänder. Hat irgendjemand. Kilopados, danke für den Sub, Bro. Also, an der Stelle merkt man halt, Rauchen ist auf jeden Fall nicht ungesund, Digga. Rauchen ist nicht ungesund. Kermit einfach. Natürlich. Oh mein Gott. Ja, aber klar doch. Mary Lou, danke schön für die 1000 Bits. Morgens erstmal Stimmbandtraining. Ja! Okay,
Ich mache jetzt mal, ich halte jetzt das längste, ja, was ich kann, okay? Warte, ich atme ein. Ich habe gestern noch Lungenfunktionstest gemacht beim Lungenarzt. Der hat gesagt, alles top, pass auf. 1, 2, 3. Ja! Junge, ich hätte noch eine Minute länger gekonnt, aber dann wäre ich ohnmächtig geworden. Ah, Digga. Einfach Opernsänger. Ich bin einfach Opernsänger. 40 Sekunden. 40 Sekunden und das mit... Digga, und das als Asthmatiker. Das muss man erstmal nachmachen, Digga. Meine Lunge, guck mal, das Ding ist, meine Lunge sollte eigentlich laut Krankheitsbild, sollte meine Lunge so aussehen. So sieht meine Lunge eigentlich aus. Aber wisst ihr, wie meine Lunge wirklich aussieht? So sieht meine Lunge aus. So. Okay? Versteht ihr, was ich meine? Gehst du joggen? Nee, aber ich fick immer unglaublich viel. Deshalb. Ja. 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 Liebe Küssfreunde da draußen. So. Seid ihr bereit? Konzentration? Ja. Ja. Der bekannt. Jetzt das, also gegen Bremen lief es ja auch nicht so gut. Da eben, und es gibt ja auch Verletzte eben. Es sind ja nicht alle da, die man da bräuchte auf der Position. Ja. Misty Fellow, danke schön für deinen Sub, Leute. Schallert mal ein Ausrufezeichen Prime rein. Let's go. Und ich so zuletzt. Ja, das ist richtig. Was war denn die Frage dann jetzt noch? Ja. Fucking Pfeifert, der Bro. Wie sich. Neighbor? Neighbor. Oh. Krass, Alter, krass. Ruben, danke schön für dein Prime-Sub. Kuss, Digga, danke schön. Am Strand chillen. Und MC Skyliner, danke schön, Bro, für deine 1000 Bits. Oder auch die Kultur der damaligen Bevölkerung dort wahrnehmen. Hey, der Voice Crack hat alles zerstört. Sie haben damals irgendwann gestartet als Fußballsimulator. Abseits, what the fuck? Abseits. Wieso ist ein Untertitel an? Bin ich dumm? Ich kann gar nicht lesen. Ich hatte es eigentlich getestet gehabt. Ja, das ist halt wie mit den Glow-Pfeilen. Du kannst ja auch andere Pfeilarten in deinen Bogen bespannen. Digga, ich bin so ein Opfer. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben Voice Crack, Leute. Okay. Hä, hat er das nicht verdeckt? Nico und Trimax sind beide die Voice Crack Bösse. Bosse? Bösserische? Bösschen. Wie heißt es? Bossen. Verdeckt? Oh mein Gott. Genau. Die Gruppe war echt cool. Wir harmonieren gut. Mal sehen, was die nächsten 4 Wochen bringen. Max darf gar nicht lachen, der klingt genauso. Du.